It's all about humanity. Hey Freunde, willkommen zum neuen Video. Und zwar unboxen wir heute mal eine Überraschungskiste an Batterien. Entschuldigt bitte meine Stimme, aber ich bin ein bisschen krank. Und zwar ist es von der Feuerwerksvitrine die bunte Kiste. Ich guck noch mal kurz. Bunte Kiste von 2020 Nachschlag. Es steht drin eine große XL Batteriekiste mit ca. 15 Batterien und hat gekostet 40 Euro. Ich glaube, die waren aus der Sommeraktion. Kiste musste ich schon aufmachen, weil ich habe zwei verschiedene bestellt. Stimme geht ja nicht. Ich habe zwei verschiedene bestellt und wir schauen uns erstmal die erste an. Das war jetzt die für 40 Euro. Das war die Nachschlagkiste Nummer 1 mit ca. 15 Batterien. So, gucken wir mal. Wir haben hier schon mal die erste Batterie. Naja, ist die Missile von Xplode. Dann haben wir hier die Small Pagode von eigentlich Xplode, glaube ich. Ist halt von der Feuerwerksvitrine umgelabelt worden. Kann ich jetzt nichts zu sagen, kenne ich jetzt so nicht. Dann haben wir hier von Gao eine Sasana, ja genau. Ist, soweit ich weiß, eine reine goldene Batterie, also Kohlegold. sorry, also meine Stimme geht auch nicht. So, wir haben hier gleich zweimal die Knallwurst drin, auch von der Feuerwerksvitrine. Ist eigentlich der Alligator, soweit ich weiß. Die gibt es ja nun schon mittlerweile auch schon eine ganze Weile. So, dann haben wir hier noch den Knuffelschatzi, 50 Schuss, mit einem Sonderpreis von 4 Euro. War der wirklich mal so teuer? Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass die Batterien von Nigo waren, das glaube ich, war. Nee, Leslie. Dass die so teuer waren von Leslie. Aber, naja, jeder macht seine eigenen Preise. Ja, also den Knuffelschatzi haben wir einmal dabei. Dann eine bekannte, und zwar die Stimmungsbomben. Das ist ja die 1-2 Polizei von Leslie. Nur umgelabelt jetzt hier als Stimmungsbombe. Dann ein alter Klassiker von Weco oder Bronco. 100 Schuss Leuchtkugeln. Ich denke mal, das wird jeder kennen. Das ist schon ein bisschen älter. Das kennt sicherlich schon. Einige von euch. Das ist halt ein 100 Schuss Rüli. So. Dann haben wir hier den Schweinealarm von der Feuerwerksvitrine Eigenmarke. Ist halt auch wieder von Leslie. Ist, glaube ich, die böse Schwiegermutter oder irgendwie sowas. Also von Leslie eine 19 Schuss Batterie. Also es war die mit Quetling und ein paar Sternen. Also ich komme gerade nicht drauf, welche das genau war. Ey Leute, entschuldigt echt meine Stimme. So, dann haben wir hier noch so ein Schnuffelding. Schnuffelhase. 100 Schuss von Leslie. Hier steht diesmal kein Preis drauf. Ja, ich glaube, das waren nur Leuchtkugeln mit Crackling, soweit ich weiß. Kann man mal haben, ne? So, dann haben wir hier, wie viel haben wir denn noch? Hier haben wir noch eine Baron Münchhausen. Was das jetzt für eine Umlabelung ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall irgendwas von Xplode. Ja, sieht man so theoretisch immer so von Xplode. Fast 200 Gramm NEM. Ja, also Baron Münchhausen. So, dann haben wir hier noch so ein Zuckerdingsbums. Hier haben wir das normale Zuckerpüppchen für 2,50. Also waren die wirklich so teuer, ja? 25 Schuss für 2,50? Ich weiß es nicht. Ich kann mich da jetzt auch irren, aber ich dachte, die kosten so 1,50 oder sowas. Hat 20 Gramm. Ja, also haben wir die auch damit drin. Dann haben wir noch zwei Batterien in dem Paket. Dann haben wir hier die Xplode Knuckles. Die habe ich schon mal getestet, die ist wirklich sehr schön. Hatte ich auch mal im Angebot bekommen für 4,95 Euro oder sowas. Also dafür ist die echt top. Also die kenne ich schon. Die finde ich gut, steht auch Goldstar Batterie drauf. Ja, und die letzte Batterie
Die letzte Batterie in dem Paket ist die. Oh. Die Beli von Pyroart. Lange nicht gesehen. Lange nicht gesehen. Ist eine Korsettenschweif-Batterie. Wie gesagt, von Pyroart. Steht das hier irgendwo? Pyroart. Ja, hier haben wir es. 19 Schuss, Pyroart, Handelt und Dienstleistungs UG. Schöne Lindnerstraße. Wird es bestimmt nicht mehr geben, aber ja, ist eine schöne Korsettenbatterie. So, dann würde ich mal sagen, wie viele Batterien hatten wir denn jetzt? Es waren jetzt eine, zwei, drei, vier mit der kleinen Missel hier. Vier, dann haben wir hier die fünfte. Dann haben wir hier 6, 7 und 8, 19, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Naja, in der Beschreibung stand ja auch drin, dass halt mal mehr, mal weniger drin sein können, also an Batterien, je nachdem wie viel reinpasst. Ich würde sagen, am Rechner werde ich das mal ausklamüsern, was das hier eigentlich alles wert ist. Und dann sehen wir uns, also ihr könnt es ja gleich lesen, was es wert war. Und ja, das war halt diese Feuerwerksvitrine bunte Kiste für 40 Euro von 2020. Das war die Nachschlagkiste. Also, falls es euch interessiert, ich weiß nicht, ob jemand von euch das damals bestellt hat. Und ja, dann zeige ich euch noch einen kleinen so groben Überblick und dann war's das für dieses Video. Ihr wisst ja meine Stimme und ich hoffe, ihr konntet es ertragen. Wir sehen uns zum nächsten Video. Das nächste Video in der Art ist auch eine bunte Kiste, aber diesmal dann die Exotenkiste. Da sind ein paar andere Batterien dabei. Bin ich auch schon gespannt. So, also Freunde, bis gleich. Hey Freunde, ich melde mich nochmal zurück und zwar habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt mal mit euch zusammen. Ich habe gerade alle Preise auf der Vitrinenseite nachgeguckt und die, die ich nicht hier gefunden habe, dazu kommen wir dann später. Wir rechnen mal zusammen. Also wir haben hier die Knuckles von Xplode, die ist online angegeben für 4,99. Dann haben wir den Baron Münchhausener für 9,99. Dann haben wir hier dieses Zuckerpüppchen, ist tatsächlich angegeben mit 2,99 €. Hier als Sonderpreis für 2,50 €. Wir haben den, ja genau, das muss ja auch noch kommen. Wir haben den Knuffelschatzi, der ist angegeben mit 4,99 €. Dann haben wir zweimal die Knallwurst mit 5,99 €. Wir haben den Schweinealarm für 4,99 €. Die Stimmungsbomben für 4,99 €. Die, wie heißt du nochmal, Sasana von Gao. Habe ich nicht mehr gefunden. Ich habe sie bei Pyro Dragon gefunden für 10,80 €. Also nehmen wir jetzt den Preis, also 10,80 €. Wir haben hier den Schnuffelhasen. 100 Schuss, 7,99 €. Wir haben die Small Pagode oder Pagode für 3,99 €. Die Pyroart Beli habe ich gefunden für 11,99 €. Die Missile habe ich gefunden für 1,19 € und die 100 Schuss Bronco habe ich im blauen Forum neu gefunden. Da ist der durchschnittliche Preis 2 €. Dementsprechend hat das Paket einen Gesamtwert von 82,88 € und ausgegeben haben wir knapp 40 €, also 39 noch was, 39,99 €. Ja, also vom Preis-Leistungs-Verhältnis her ein sehr guter Deal. Man hat sozusagen die Hälfte gespart oder halt 50% mehr bekommen für sein Geld. Eigentlich auch 100% mehr bekommen für sein Geld. Ja, würde ich sagen, guter Deal. Wenn diese Vitrine diese Aktion immer hat oder zum Sommer meistens, dann könnt ihr ja da mal zugreifen nächstes Jahr. Ja, also von daher, dieses Paket ist schon mal top. Also Freunde, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und es hat euch interessiert, mal zuzugucken, okay, wie der Bekloppte sich hier abmüht mit seiner kranken Stimme. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Video. Macht's gut.